I will shake away the cloudy skies with a California lullaby. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Heute gibt es ein Shopping-Video und zwar möchte ich hier eine schöne Ausrüstung für meinen Isländer Flower Girl kaufen. Und werde jetzt einmal Flower Girl und mich komplett dazu einkleiden. Das Einzige, was ich schon habe, ist der Sattel. Und ihr wisst, dass ich eigentlich die neuen Ausrüstungen total liebe, mit dem Bowsaal und so weiter. Ich habe ja da mittlerweile auch schon alles, also alles mit Werten. Und habe aber jetzt das Problem, dass man ja die Isländer, beziehungsweise alle Generationen, also alle Pferde, die nicht Generation 3 sind, die Ausrüstung, den ich anziehen kann. Und das ist halt, ja, sehr, sehr schade. Und jetzt hätte ich trotzdem sehr, sehr gerne eine schöne Western-Ausrüstung für Flower Girl. Und ich habe auch echt noch nicht so viel Zeug mit Werten, habe ich festgestellt. Und deswegen möchte ich gerne hier dieses Set einmal komplett haben. Ich gehe dazu jetzt mal in den Global Shop. Genau, und da müsste das ja dann auch schon drin sein. Und es gibt noch so viele Sets, die ich gerne hätte. Also ich glaube, es werden in Zukunft noch häufiger Shopping-Videos kommen. So, jetzt suche ich mal. Das müsste hier das hier sein, oder? Zügelkönigin Zaumzeug. Oh, ist das süß. Und das sind dann die Gamaschen dazu. Und das dann die Decke. Oder wie wäre die Decke? Ich glaube, die Decke würde mir fast besser gefallen. Hat die auch Werte? Ja. Ich weiß gerade nicht, ob mir nicht die blaue Decke vielleicht besser gefällt. Oder ob das vielleicht zu viel rosa ist. Ich glaube fast, ich finde die blaue Decke schöner. Mir ist es sonst, glaube ich, zu viel rosa in dem Ganzen. Und dann ja, gibt es hier noch die Schleifen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt noch eine Schleife... Nee, die Schleife will ich nicht. Ich finde, die passt doch nicht so. Ah ja, und die Satteltasche natürlich. Oh, das gefällt mir richtig gut. Das sitzt echt schön. Und ich finde, das steht dem Easy halt auch mega gut. Das schaut richtig schön aus, finde ich. Ja gut, dann haben wir das schon. Dann werde ich das jetzt auf jeden Fall kaufen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Starcoins ich jetzt ausgebe. Das waren jetzt 90. Gut, dass man jetzt jedes Mal runterscrollen muss. Gut, die Gamaschen, die kann ich mir so kaufen, aber ich spare eigentlich gerade. Ah, das Zaumzeug geht auch so. Das hat auch Werte, sehr gut. Dann kaufe ich mir die Gamaschen mal trotzdem lieber mit den Schillingen. Spare ich mir ein bisschen. Wenigstens ein bisschen was. Von meinen Starcoins. Dann fehlt noch, genau, das Zaumzeug fehlt noch. Das waren 55 Schilling. Starcoins meine ich. Und die Satteltasche. Halt hier. Satteltasche. War das jetzt alles? Ich glaube, das war alles, oder? Das Set hier ist halt auch schön, ne? Also, oh, da gibt es noch so viele Sets, die mir richtig gut gefallen. Und ja, mir gefällt es mit der blauen Decke auf jeden Fall besser als mit der rosafarbenen. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob das jetzt alles hier so passt. Ne? Jawohl. Sehr schön, das schaut doch schon mal sehr gut aus. Oh, schaut das gut aus auf dem weißen Isländer. Das gefällt mir richtig gut. Echt schön. So, und jetzt fehlt natürlich noch ich. Also der Charakter, der hätte ich jetzt auch ganz gern was Schönes für, was da irgendwie dazu passt. Da bin ich jetzt gespannt, weil ich glaube, dafür gab es kein Outfit, oder? Oder gab es dafür ein Outfit? Oh, wie wäre denn schon mal die Hose hier? Nee, ist ein anderes Grau. Das passt nicht. So, ich glaube, das wird jetzt schwierig. Ah, nee, da gab es doch... Das hier schaut doch aus. Ist das das? Ja, es gibt doch auch ein Outfit dafür. Oh, wie cool. Okay, also es ist dann bestimmt das und das... Was ist das hier? Zügelkönigin Handschuhe. Was ist das? Das ist die Hose dazu. Und gibt es auch ein Oberteil? Okay, also es gibt anscheinend kein... Hä, wieso gibt es kein Oberteil? Hä? Was ist denn das für ein Set? Boah, die Schuhe sind aber auch mega, oder? Die Schuhe sind echt schön, aber die gefallen mir hier auch richtig gut. Ja, wieso gibt es denn da kein Oberteil zu dem Set? Oder wird das hier nur nicht angezeigt? Ich glaube, ja, warte mal. Ich gucke jetzt trotzdem mal ganz kurz nur bei Tops. Vielleicht wurde das hier jetzt auch nur nicht angezeigt.
Jetzt mal gucken, aber wenn dann müsste das ja hier irgendwo sein, ne? Das ist ja seltsam. Schade, dass man hier keine Suchleiste hat, wo man einfach mal so Zügelkönigin eingeben muss. Dann müsste ich jetzt nicht hier jedes einzeln anklicken. Aber es gibt tatsächlich kein Oberteil dazu. Ich meine, gut, so schwierig wird das, denke ich, jetzt nicht sein. Ich finde schon gut, dass es den Hut und die Schuhe halt in diesen Farben gibt. Ich glaube, die hätte ich jetzt richtig schwierig gefunden, da irgendwas finden zu müssen. Wie schaut denn das zum Beispiel aus? Das schaut doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Das passt auch gut zu dem Isländer, finde ich. Das hier finde ich auch richtig schön, aber das passt jetzt zu dem Set nicht so gut. Mal gucken. Nee, also ich glaube, aber es ist ja seltsam, wieso gibt es da ein Set ohne Oberteil? Also ich hätte es jetzt verstanden, wenn es nur ein Pferdeset oder so gewesen wäre. Großer Strandtop. Aber es gibt ja... Nee. Aber es gibt ja ein Set für den Reiter, aber warum dann ohne Oberteil, hä? Kann mir das jemand erklären? Weiß das jemand von euch vielleicht? Nee, das passt gar nicht. Auch nicht schlecht, oder? Hat das Ding Werte? Ja, weißes elegantes Hemd. Auch gar nicht mal so verkehrt. Das gefällt mir gerade ziemlich gut. Ich meine, das passt halt auch gut zu den Pferden, ne? Mit dem Weiß. So, wenn ich jetzt hier allgemein vielleicht mal nach Rosa suche, was kommt denn dann so? Rosa City Pullover. Passt schon irgendwie, weil ja hier unten auch nochmal Rosa mit drin ist. Und das Weiß ist auch nochmal mit aufgegriffen. Das finde ich eigentlich auch gerade ganz schön. Bin aber nicht so sicher, ob das so zu dem Western-Thema passt. Rosa Boutique-Bluse. Ja, aber irgendwie ist das zu viel Rosa dann, ne? Boah, der Pulli ist mega schön. Blauer Profi-Pulli. Oh, der Pulli sieht richtig gut aus. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob der nicht irgendwie zu förmlich ist. Für den Look. Nee, ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei dem Weißen, was ich vorhin anhatte. War denn das? Das hier. Ich glaube, das passt am besten, oder? Also es passt zumindest gut zum Pferd. Wenn ich dann die Ausrüstung mal auf ein anderes Pferd mache, dann glaube ich, werde ich mir nochmal was Neues überlegen müssen. Aber so schaut das doch eigentlich schon mal ganz schick aus. So. Dann kaufen wir hier auch mal noch ein. Gehen wir nochmal auf alles. Was ich auch unbedingt noch haben möchte, ist hier dieses Dressur- und das Springreitset. Und diese Druiden-Outfits, die hätte ich auch super gerne noch. Die sind auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Ach halt, ich bin noch bei... Deswegen hat mir gar nicht alles angezeigt. So, jetzt halt. Die neuen Sachen hier finde ich irgendwie... Also, desto öfter ich sie sehe, desto, weiß nicht, weniger gefallen sie mir irgendwie. Und das haben sie immer noch nicht gefixt, dass hier die Decke und die Gamaschen bei Kleidung gelandet sind. Das ist immer noch dran. Hier so ein Vielseitigkeitsset hätte ich irgendwie gerne. Dann das Dressur und das... Halt andersrum springen und das Dressurset hätte ich gerne. Und diese Druiden-Outfits, aber ich glaube, die sind recht weit unten. Die sind dann schon älter. So, dann kaufen wir mal noch den Hut. Blöd, dass man hier erstmal scrollen muss. Dass er sich das nicht merkt. Genau, diese Druiden-Outfits möchte ich auch früher oder später noch. Und diese Schuhe, ich habe mich voll in diese Schuhe hier verliebt. Die schauen halt echt gut aus, ne? Genau, dann unbedingt die Stiefel. Ich gebe meine Starcoins aus. Genau, die Hose. Ich bin arm. So, jetzt fehlen, glaube ich, nur noch die Handschuhe. Ne? Aber brauche ich die? Ja doch, ich finde, die passen. Die Handschuhe passen voll gut zu dem Oberteil mit der Schleife und so weiter. Finde ich. So, und dann müsste ich, glaube ich, alles haben, ne? So, gucken wir mal. Jawohl. Das schaut doch gut aus, oder? Was sagt ihr? Passt jetzt da das Oberteil dazu? Aber ich bin eigentlich gerade ganz zufrieden. Ich finde, das schaut eigentlich gerade echt gut aus. So, dann gehe ich jetzt mal noch in den Stall und suche mir jetzt noch mein Haustier dazu aus. Und bin mit meinem neuen Outfit gerade eigentlich echt ganz glücklich. Das schaut echt gut aus. Und ja, die Druiden-Outfits möchte ich unbedingt noch haben, die... werden auf jeden Fall noch irgendwann bei mir einziehen. Aber ich bin jetzt schon ganz froh. Ja, hier ist gerade ein bisschen Chaos. Räumen wir dich mal auf.
Schaut mal, genau, das wollte ich euch noch zeigen, ne? Also ich habe das hier nämlich sortiert, dass hier oben ist das Zeug ohne, also das heißt ohne Werte, also manche Sachen haben überhaupt keine Werte und manche halt nur so ein bisschen, aber ne, was will ich damit? Und das hier unten sind quasi die Champi-tauglichen Sachen hier mit Geschwindigkeit 3. Und das ist echt nicht viel, oder? Wenn das alle meine Decken sind. Gut, zwei Outfits haben gerade noch Pferde an, das und das da hinten. Also da kommen nochmal zwei Decken dazu. Aber ich finde, das war echt nicht viel. Das hier sind alles meine Chimpy-tauglichen Sättel. Die Zaumzeuge. Also ich finde, ich habe noch gar nicht so viel. Deswegen, ja, musste das jetzt mal sein. Bei Kleidung genauso. Also das hier oben ist alles nicht Champi-tauglich, das hier unten ist Champi-tauglich. Und da habe ich halt echt nicht viel Auswahl. Vor allem, man trägt man bitte sowas. Also, ja. Genau, so. Das ist alles, was ich an Champi-tauglichen Oberteilen habe. Und ich finde halt echt, dass das nicht viel ist. Deswegen werde ich, denke ich, in Zukunft noch ein bisschen häufiger shoppen. So, was passt denn da dazu? Oh, das passt aber gut. Weil der halt auch weiß-blau ist. Ja, wir nehmen das Plüsch-Starschein. Das passt doch hier gut dazu, oder? Oh, ist das süß. Ja, so lassen wir das. So ein richtiges Mädchen-Outfit. Ich bin froh, dass ich die blaue Decke genommen habe, auch wenn eigentlich die rosa Decke, glaube ich, dazu gehört hätte. Aber das wäre mir, glaube ich, too much geworden. Zu viel Kitsch irgendwie. Weil ich finde das Outfit, ich finde es echt schön, aber es ist halt schon ein bisschen kitschig. Und wenn ich jetzt noch die rosa Decke dazu hätte, dann wäre es, glaube ich, zu viel gewesen. Aber ja, gefällt mir echt gut. I'm happy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr eure Outfits aussucht, ob ihr auch danach geht, ob das ein Set ist, was so zusammengehört, oder ob ihr euch das komplett selbst zusammensucht. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!